Er ist gekommen, um den Angehörigen Trost zu spenden. Um dabei zu sein, wenn Boston der Opfer des Terroranschlags gedenkt. Zusammen mit Angehörigen, Anschlagsopfern und Rettungskräften hat sich US-Präsident Obama in der Heiligkreuzkathedrale in Boston versammelt. Ich bin hier im Namen aller Amerikaner mit einer ganz einfachen Botschaft. Jeder von uns ist empört über die Attacke auf unsere geliebte Stadt, aber jeder Einzelne wird dieser Stadt beistehen. Every one of us stands with you. Es ist ein Gottesdienst, der auch zeigen soll, Boston lässt sich vom Terror, von den Bomben nicht einschüchtern. Nichts und niemand kann diese Stadt vernichten. Niemand wird uns unterkriegen, weil wir füreinander da sind. Schon Stunden vor Beginn des Gottesdienstes hatten sich die Menschen vor der Kirche versammelt, mehrere Häuserblocks lang die Schlange. Sie alle wollten dabei sein, auch das ein Zeichen der Anteilnahme. 3 Menschen sind bei dem Anschlag am Montag getötet, fast 180 verletzt worden. Inzwischen soll die Polizei 2 Verdächtige im Visier haben, identifiziert aber sind sie noch nicht. Über 1000 Ermittler sind im Einsatz, um weiter nach Spuren zu suchen.